Es gibt ja diese Serie namens The Case Files of Juvenile Richard, die innerhalb der letzten Jahre mein Herz erobert hat. Vor kurzem ist der sechste Band auf Englisch erschienen und ich liebe dieses Buch so sehr, dass ich da jetzt unbedingt ein Video drüber machen muss. Also, was ist The Case Files of Juvenile Richard? The Case Files of Juvenile Richard ist eine Mystery-Serie aus Japan, die seit 2015 von Nanako Tsujimura geschrieben wird. Der Light Novel hat Bestand heute 12 Bände und die ersten 6 wurden bereits von Seven Seas auf Englisch übersetzt. Sonst gibt es noch einen Manga, der von Mika Akatsuki gezeichnet wird und bis jetzt 5 Bände umfasst. Da wird nach und nach der Light Novel als Manga umgesetzt. Er ist auf jeden Fall charmant und man hat nochmal eine andere Perspektive auf alles, als wie im Light Novel. Falls man aber erstmal in die Serie reinschnuppern möchte, ohne sich direkt die Bücher zu kaufen, kann ich auch den Anime empfehlen. Er lässt zwar viel aus, aber man kann da schon mal sehen, wie die Serie ungefähr funktioniert. Ich selbst habe The Case Files of Juvenile Richard auch über den Anime in 2020 entdeckt und eigentlich ist es auch keine schlechte Erfahrung, denn ich habe mich immer mehr in die Geschichte verliebt und dann langsam erfahren, was der Anime alles ausgelassen hat. Es macht den auch wieder neugierig, was denn eigentlich im Novel steht. Und eigentlich sollte es auch keine Überraschung sein, wenn ich jetzt sage, dass der Novel halt wirklich 1000-mal besser ist als der Anime. Zu den Charakteren. Man verfolgt in der Geschichte den Studenten Seiji Nakata. Er studiert Wirtschaft und plant Beamter zu werden. Sein Name Seiji bedeutet auch Gerechtigkeit, was seinen Charakter gut zusammenfasst. Er ist nett und hilfsbereit. Wenn sich jemand in Schwierigkeiten befindet, kann er die Person nicht einfach zurücklassen. So hat er auch Richard kennengelernt. Richard Ranashinha de Vulpian ist ein britischer Juwelier, der ein Juweliergeschäft in Japan eröffnet hat. Es ist ein ehemaliges Café in Ginza, das auf den Namen Etrage getauft hat, was Fremder auf Französisch heißt. Im ersten Moment kann Richard kalt und emotionslos wirken, aber dahinter verbirgt sich ein unglaublich netter Mensch. Was wohl am meisten ausdrückt, was für ein Mensch er ist, sind seine Vorsätze. Du sollst keine vorurteilsbehafteten Ansichten vertreten oder diskriminierende Bemerkungen aufgrund der Rasse, Religion, sexuellen Orientierung, Nationalität oder anderer Eigenschaften einer Person machen. Richard ist redegewandt und kann jeden in seinen Bann ziehen, wenn er über Edelsteine spricht. Über Edelsteine kennt er gefühlt alles und selbst als Leser wird man durch ihn einfach mitgenommen in diese besondere Welt. Aber mal dazu, wie Seiji und Richard sich kennengelernt haben. Eines Nachts läuft Seiji nach seinem Teilzeitjob beim Fernsehsender durch den Yoyogi-Park und bekommt mit, wie jemand von Betrunkenen belästigt wird. Seiji kann ja nicht anders als zu helfen und verscheucht die betrunkenen Männer. Dabei zurückgelassen wird ein Mann, der sich auf dem Boden befindet. Ich lese einfach mal die Szene aus dem Novel vor, weil die einfach schon alles sagt. Unter dem Licht der Laterne drehte sich der Mann um. Er hatte blondes Haar, blaue Augen und sprach ein perfektes Japanisch. Aber von all dem waren seine Gesichtszüge am faszinierendsten. Ich betete, dass er nicht das kleine Wah gehört hat, das mir unter meinem Atem entwich. Ich werde eine gewagte Behauptung aufstellen. Meine Augen haben noch nie ein schöneres menschliches Wesen erblickt. Er hatte hohe Wangenknochen und eine perfekt geformte Nase, leicht gewelltes blondes Haar und seine Haut war blass und seidig glatt. Seine Augen hatten einen Blauton, in den ich gefühlt stundenlang starren konnte. Es war so, als hätte irgendwer alle schönen Eigenschaften von den schönsten Menschen genommen und sie perfekt ausgeglichen vereint, um diese Kreatur zu erschaffen. Bis hin zu den kleinsten Teilchen in der Luft, alles um diesen Mann bewegte sich in einem anderen Tempo. Es war fast genug, dich an das Schicksal glauben zu lassen. Es könnte ein schicksalhaftes Treffen gewesen sein, wenn er eine Frau gewesen wäre. Der schönste Mann, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe, stand vor mir in einem grauen Anzug. Er sagte mir, sein Name sei Richard. Falls man jetzt nur den Anime oder Manga gesehen hat, merkt man vielleicht, was an dem Novel so anders ist. Nicht nur, dass es aus Seigis Perspektive erzählt ist. Nein, Seigis Gedanken gegenüber Richard formen eigentlich die ganze Geschichte. Deswegen wird die Geschichte im Anime auch ein bisschen anders erzählt, weil man da halt Seigis Gedanken absolut nicht mitbekommt. Danach begleitet Seiji Richard noch zur Polizeistation und lässt ihn noch nicht alleine, bis alles erledigt ist, obwohl er hätte gehen können. Als Richard dann mit dem Taxi wegfahren wollte, hält Seiji ihn nochmal auf und Richard gibt ihm seine Visitenkarte und verschwindet lächelnd mit dem Satz, bis wir uns das nächste Mal wiedersehen, mein Ritter an strahlender Rüstung. Seiji nimmt danach wirklich wieder Kontakt zu Richard auf und er hilft ihm überraschenderweise mit einem sehr persönlichen Problem, das mit einem pinken Saphir zusammenhängt, den er besitzt. Nach der ganzen Aktion lädt Richard Seiji dazu ein, bei ihm als Teilzeitangestellter zu arbeiten, was Seiji auch annimmt. Und so beginnt ihre Reise zusammen in Etrage. Die beiden kommen sich über die Zeit immer näher und haben ihre Höhen und Tiefen, Missverständnisse und schöne Momente. Und trotz allem bleiben sie unzertrennlich. Ich habe das Gefühl, dass ich durch deine Anwesenheit ein besserer Mensch geworden bin als vorher. Richard aus Band 6. Mal zur Geschichte. Wenn man nicht Richard und Seiji im Fokus stehen, geht es um Edelsteine und ihre geheimnisvolle Welt. Etrage wird dann immer zu einem Ort, wo Wunder geschehen. Richard redet dort mehr, als wirklich harte Geschäfte zu machen. Seiji servierte Tee und Süßigkeiten, während Richard den Leser und die Kunden in die Welt der Edelsteine entführt. Jedes Kapitel umfasst einen Fall. Darin kommt dann ein Kunde mit persönlichen Problemen vor, die mit einem Stein zusammenhängen. Am Anfang wirkt das vielleicht alles etwas zusammenhangslos. Später aber kommt alles zusammen, wenn die Geschichte mehr Fahrt aufnimmt. Wenn ich mal von den Büchern ausgehe, sind die ersten 3 in diesem Schema geschrieben. Erst ab dem 4. hängen die Kapitel mehr zusammen. Aber schon am Anfang merkt man deutlich, wie Richard und Seiji sich näher kommen. Trotzdem überschreiten sie diese Grenze zur richtigen Freundschaft nicht wirklich.
Mein Lieblingsteil ist hier auf jeden Fall die zweite Hälfte von Band 3, der Jade- und Aquamarinfall, wo Richard sich gegenüber Seiji zum ersten Mal öffnet. Die Fälle existieren auch im Anime, aber die sind dann nicht ansatzweise so gut wie im Novel, auch wenn das auch die Folgen im Anime waren, wo ich so langsam angefangen habe, mich mehr für die Serie zu interessieren. Ich meine, guck dir diese Szene an. Anata wa totemo yasashii hito desu ne. Marude kissu o suru mae ni kao o hikkomeru otoko da. Ha? Kissu? Ah, kissu shitaku nai to omotte iru aete to. Jetzt stell dir das im Novel vor. Der Kontext ist ja leider zu groß, deswegen kann ich keine kurzen Ausschnitte zeigen, aber lass mich dir sagen, dass ich schon zwei Comics zu diesem Kapitel gezeichnet habe. Vor allem meine Lieblingsszene am Ende des Falls, wo die beiden im Taxi sitzen und Seiji kurz einen Herzanfall bekommt, weil Richard ihn anlächelt und ihn dann so schön wie ein Sonnenuntergang am Meer nennt. Ich wünschte, ich würde mir das ausdenken. Ich spoiler jetzt nicht die ganze Geschichte, vielleicht gehe ich irgendwann mal auf den Rest ein. Nach all dem ist es vielleicht interessant zu wissen, dass das echt kein Boysdorf ist. Und genau deswegen wollte ich mal darauf eingehen, wie diese Serie mit LGBTQ+-Themen umgeht. Obwohl es halt kein Boysdorf ist, werden solche Themen offen angesprochen und behandelt, was ich sehr zu schätzen weiß. Schon im zweiten Fall kommt direkt eine lesbische Frau vor, die mit ihrer Sexualität nicht klarkommt und deswegen zerbricht. Dabei kommt Seiji auch zum ersten Mal in Kontakt mit solchen Themen und im Novel reflektiert er großartig dazu. Richard, das war das erste Mal, dass ich ausführlich mit einer lesbischen Frau gesprochen habe. Seit ich eine Pride Parade in Shinjuku gesehen habe, bin ich irgendwie davon ausgegangen, dass solche Leute stolz und glücklich sind, auch wenn sie ihre Sexualität verbergen müssen. Aber ich denke, nicht alle sind so, oder? Liebt jeder Mensch in Japan Sushi und schaut Sumo-Ring? Die Verallgemeinerung ganzer Gruppen von Individuen als solche Menschen ist ein Akt der Barbarei, der dem Einsperren der Seele eines Menschen gleichkommt. Außerdem sind statistisch gesehen 5-10% der Bevölkerung homosexuell. Du hast es nur noch nie bemerkt. Ich schätze, dass niemand bei der Begrüßung ausdrücklich erwähnen würde, ob er auf Frauen oder Männer steht, und ich würde auch nicht danach fragen. Ich hatte einfach noch nie darüber nachgedacht. Es wäre mir nie wirklich in den Sinn gekommen. Wobei Seiji danach noch erwähnt, dass es für ihn immer normal war, Frauen zu mögen. Aber Seijis Sexualität ist ein anderes Thema. Das ist der Typ, der im Band 2 darüber erzählt, wie er damals zur Schulzeit darüber nachgedacht hat, seinen besten Freund zu heiraten. Und der Typ, der darüber träumt, wie Richard ihn küsst. Und der Typ, Seiji hat genug Momente, in denen er zeigt, dass er auch auf Männer steht. Seine wichtigste Ausrede, warum er Richard aber nicht romantisch liebt, ist der Tanimoto. Seiji ist in Tanimoto verliebt und ich liebe sie auch. Sie ist so ein guter Charakter. Tanimoto ist eine Studentin, die auf das gleiche College geht wie Seiji. Seiji hat ihr einmal geholfen und sich da direkt in sie verliebt. Weil ihr Hobby Mineralien und Steine sind, freunden sie sich durch das gemeinsame Interesse langsam an. Und naja, obwohl Seiji so sehr in sie verliebt ist, wird, Spoiler, nie etwas aus den beiden. Größtenteils liegt es daran, dass Tanimoto aromantisch ist. Heißt, sie möchte keine Beziehung mit irgendjemandem anfangen. Das musste sie aber auch erstmal akzeptieren, wobei Seiji ihr hilft, obwohl das natürlich gegen seine romantischen Gefühle ihr gegenüber geht. Es braucht etwas Zeit für beide zu akzeptieren, dass sie eine platonische und freundschaftliche Liebe füreinander empfinden. Aber auch neben ihrer Sexualität ist Tanimoto ein großartiger Charakter. Ich mag es echt sehr, wie gut sie mit Seiji befreundet ist und mich freut es jedes Mal, wenn sie zu sehen ist. Sie ist so süß und stark gleichzeitig. Seiji nennt sie öfter einen Engel und das ist sie auf jeden Fall. Und mal so am Rande, durch sie habe ich überhaupt zum ersten Mal realisiert, dass aromantische Menschen existieren und was das überhaupt ist. Und das sind nur zwei Fälle, wo Queer-Themen offen angesprochen werden. Und selbst Richards und Seijis Beziehung kann man irgendwo in diesem Spektrum einordnen. Wie Shōnen Band 4 sagt, denn die Gefühle zwischen den beiden scheinen etwas zu tief für romantische Liebe, aber auch viel zu intensiv für reine Freundschaft. Allgemein ist Band 4, also der Teil in London, voll mit solchen Themen, weil Seiji darüber nachdenkt, was er gegenüber Richard empfindet. Sind es romantische Gefühle oder doch was anderes? Das hier sind Seijis Gedanken, als er darauf angesprochen wird, dass er Richard lieben könnte. Nein, nein, komm schon. Ich meine nein, nein. Nur weil ich jeden freien Moment an ihn denke, nur weil mein Herz anfängt unregelmäßig zu schlagen, wenn ich in sein Gesicht schaue, nur weil ich jede Nacht davon träume, wie er mich küsst, bedeutet das noch lange nicht, dass ich in ihn verliebt bin. Das kann nicht sein. Ich meine, wie? Vielleicht ist es nach solchen Sätzen schwer zu glauben, dass die Serie wirklich kein Boys Love ist und dass Richard und Seiji auch erstmal keine romantische Beziehung eingehen. Aber das schadet ihrer jetzigen Beziehung auch keineswegs. Doch wenn sie sich dennoch immer zeigen und sagen, wie wichtig sie einander sind, lässt es mein Herz genauso hochhüpfen. Und diese Serie strotzt nur so vor solchen Momenten. Es gibt schon alleine die 5000 Szenen, die Seiji Richards Schönheit bewundert, die, wo sie sich die Liebe gestehen oder andere tiefgründige Gespräche haben. Es ist auf jeden Fall schön, so eine Serie zu haben, die offen mit solchen Themen umgeht.
Ich selbst habe bis jetzt den ersten Teil der Geschichte bis Band 6 gelesen. Ab Band 7 wird es etwas anders werden, aber ich weiß selbst noch nicht genau, was uns erwartet. Und ich liebe es so sehr. Von Band zu Band wurde es nur immer schlimmer und ich kann nicht anders, als bei allem, was ich sehe, mich an Richard und Seiji zu erinnern. Die beiden haben bei mir auf jeden Fall verändert, wie ich die Beziehung zwischen Menschen wahrnehme. Ich habe auch schon weit mehr über 100.000 Wörter in meinem Tagebuch über Jeweler Richard geschrieben und trotzdem ist es nicht ansatzweise genug, um auszudrücken, wie sehr ich alles daran mag. Irgendwie hätte ich auch mal Lust, einfach mal stumpf meine Tagebucheinträge zu Videos zu machen. Ich könnte das einsprechen, was ich eh schon geschrieben habe. Wäre vielleicht lustig. Also ja, mein Fazit ist, dass diese Serie großartig ist und man ihr auf jeden Fall mal eine Chance geben sollte. Und sei es auch nur die erste Folge im Anime. Ich würde es auf jeden Fall freuen, wenn mehr Leute darauf aufmerksam werden. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Das ist ja auch das erste Video, was ich jetzt mit meiner Stimme aufgenommen habe. Das ist auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig für mich. Aber ja, gerade deswegen bin ich für Besserungswünsche immer offen. Ihr könnt mir euren Kommentar da lassen und sagen, was ihr von diesen Videos haltet. Vielleicht kann ich ja über noch mehr sprechen, vielleicht auch über verschiedene Animes. Mal gucken. Ich hätte auch einfach Lust, stundenlang über Richard zu reden, aber ich weiß nicht, ob es das so viele Leute hören wollen. Naja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ihr schon bis hierhin gekommen seid, könnt ihr auch ein Like da lassen. Dann tschüss. So hatte auch Richard. Das ist einfach nicht rollig. Gibt es das auch noch in Deutsch, was ich lesen kann? So, Seiji, wie er begeistert von Richard ist. Ich krieg das hin. Seine Augen hatten ein... Seiji.